Heute bei den TV Berlin Nachrichten. Scholz telefoniert mit Putin und fordert Waffenstillstand. Grundsicherung 2025 erwartet. Und Özdemir beklagt Hunger als Waffe. Und damit hallo und herzlich willkommen bei den TV Berlin Nachrichten am Freitag, den 13. Mai. Nach wochenlanger Funkstille haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin wieder miteinander telefoniert. Der SPD-Politiker forderte nach eigenen Angaben ein sofortiges Ende des Ukraine-Krieges. Ich habe ihn auf die Verantwortung Russlands für die globale Lebensmittellage hingewiesen, schreibt Scholz auf Twitter mit Blick auf Putin. Die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat einen Zeitplan für die Einführung der Kindergrundsicherung skizziert. Jedes fünfte Kind in Deutschland lebe in Armut. Hier müsse die Politik dringend ran, sagte die grüne Politikerin am Freitag. Mein Ziel ist es ganz klar, dass wir bis zum Ende der Legislaturperiode ein Gesetz beschließen und auch in die Auszahlung kommen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat bei seinem Deutschlandbesuch eindringlich für den baldigen Beginn des EU-Beitrittsprozesses mit seinem Land geworben. Die Europäische Union braucht die Ukraine genauso sehr, wie die Ukraine die Europäische Union braucht, sagte er nach einem Treffen mit SPD-Chef Lars Klingbeil und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich in Berlin. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat Russland vorgeworfen, Hunger gezielt als Waffe einzusetzen, indem der Export von Weizen aus der Ukraine verhindert werde. Das sagte der grüne Politiker dem Deutschlandfunk vor der Konferenz der G7-Agrarminister in Stuttgart. Kunden müssen sich auf weiter steigende Kosten für Handwerkerleistungen einstellen. Lieferengpässe und der Beginn des Ukraine-Kriegs hätten die Herstellungs- und Arbeitskosten in vielen Betrieben noch einmal stärker steigen lassen, schreibt der Zentralverband des Deutschen Handwerks in seinem aktuellen Konjunkturbericht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat mehr Entlastungen bei lange andauernden Preissteigerungen angekündigt. Wenn die Preissteigerungen ganz lange dauern werden, dann werden wir auch weitere Maßnahmen ergreifen, auch für Rentnerinnen und Rentner, so Heil. Bundesumweltministerin Steffi Lemke will den Einsatz von Biosprit aus angebauten Pflanzen per Gesetzesänderung begrenzen. Wir brauchen unsere Äcker dringender denn je für die Nahrungsmittelproduktion. Deshalb müssen wir den Einsatz von Agrokraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen herunterfahren, sagte die Ministerin. Mehrere große Umwelt- und Naturschutzverbände haben das geplante Gesetz zum schnellen Ausbau von Terminals für Flüssiggas kritisiert. Das Gesetz sorge für eine Überversorgung mit Erdgas und gefährde die Einhaltung des Klimaschutzgesetzes, heißt es in einem offenen Brief an die Bundestagsabgeordneten der Regierungskoalition. Finanzminister Christian Lindner hat dafür plädiert, die Krise durch den Ukraine-Krieg für Veränderungen in Deutschland zu nutzen. Wir müssen unseren Wohlstand und die soziale Sicherheit, die wir in Deutschland haben, neu erarbeiten und unser Geschäftsmodell anpassen, sagte er im Deutschlandfunk. Das Unternehmen hinter der russischen Gaspipeline Nord Stream 2 hat eine Insolvenz vorerst abgewendet. Nord Stream 2 mit Sitz im Schweizer Kanton Zug erhielt vom Kantonsgericht eine provisorische Nachlassstundung bis zum 10. September dieses Jahres, wie aus einem neuen Eintrag im Schweizerischen Handelsamtsblatt hervorgeht. Die Fraktion von CDU und CSU im Bundestag lehnt die von der Bundesregierung geplante Abschaffung des Werbeverbots für Abtreibungen entschieden ab. Mit einem Antrag wollen die Christdemokraten nun im Bundestag erreichen, dass der Paragraph 219a, der dieses Werbeverbot regelt, im Strafgesetzbuch bestehen bleibt. Das Bistum Essen hat einen Priester wegen des Verdachts eines sexuellen Missbrauchs suspendiert. Der Mann werde beschuldigt, vor über 30 Jahren sexuelle Handlungen an einem Jugendlichen vorgenommen zu haben. Nach dem mutmaßlich vereitelten Bombenanschlag auf eine Essener Schule hat ein Richter den verdächtigen 16-jährigen Schüler in Untersuchungshaft geschickt. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Rund 5 Monate nach seiner Einrichtung wird der Corona-Krisenstab im Bundeskanzleramt zur Koordinierung der bundesweiten Impfungen gegen das Virus aufgelöst. Mittlerweile gäbe es eine ganz andere Situation bei den Infektionen und Impfungen, sagte Regierungsvizesprecherin Christiane Hoffmann. Die Maskenpflicht in Flugzeugen könnte nach einer Empfehlung der EU-Behörden demnächst fallen. Die EU-Behörden für Sicherheit im Luftverkehr EASA und für Gesundheitsschutz ECDC haben ab dem 16. Mai einen Verzicht auf die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an Flughäfen und während Flügen empfohlen.
Mehrere tausend Flüchtlinge aus der Ukraine müssen in Berlin nachträglich einen Sicherheitscheck durchlaufen. Dazu gehört unter anderem die Abgabe von Fingerabdrücken, wie Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping am Donnerstag erklärte. Grund dafür seien Pläne des Bundes, Sozialleistungen ab Juni über die Jobcenter statt über die Bezirksämter auszuzahlen. Die Berliner Polizei hat vorsorglich mehrere Palästina-Demonstrationen untersagt, die bis zum 15. Mai in der Hauptstadt angekündigt waren. Nach Einschätzung der Versammlungsbehörde bestehe die unmittelbare Gefahr, dass es dabei unter anderem zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung und Gewalttätigkeiten kommen könnte. Die Deutsche Bahn beobachtet eine Vandalismuswelle bei ihren Leihfahrrädern in Berlin. Nutzer könnten derzeit nur einen Teil der Call-a-Bike-Räder fahren, weil viele Schlösser mit Gewalt geöffnet und die Räder unbefugt genutzt worden seien, teilte eine Bahnsprecherin mit. Mit einer Razzia ist die Berliner Polizei gegen eine mutmaßliche Betrügerbande im Zusammenhang mit Corona-Hilfen in Millionenhöhe vorgegangen. 30 Fahnder durchsuchten am Donnerstagmorgen 10 Wohnungen und Büros, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die Polizei beschlagnahmte Beweise wie Geschäftsunterlagen und Speichermedien und außerdem rund 7,5 Millionen Euro. Beim 34. und damit letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Hertha BSC auswärts auf Borussia Dortmund. Union Berlin spielt vor heimischer Kulisse gegen den 1. FC Köln. Beide Partien beginnen am Samstag um 15.30 Uhr. Und damit zum Wetter. Die Nacht zum Samstag wird locker bewölkt und trocken, bei Tiefsttemperaturen von 10 Grad. Weiterhin ist mit starken Windböen zu rechnen. Der Samstag zeigt sich teilweise bedeckt und trocken bei Höchsttemperaturen von 21 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen einen schönen Abend.